Und da stößt man dann auf den sogenannten Herobrine, den Spitzhackenmörder. Das soll aber nur ein Mod sein und nicht wirklich in Minecraft vorhanden sein. Wobei Notch, der Entwickler von Minecraft, hat auf das Anfragen hin von Herobrine mal erzählt, ja, so in der Art, weiß ich nicht, kann schon sein, dass es den gibt. Wahrscheinlich, weil er die User damit ein bisschen in die Angst treiben will. Und es ist auch noch offen, ob Notch mal so etwas Ähnliches wie Herobrine oder nicht gar Herobrine höchstpersönlich in das Spiel integrieren wird. Und dann kann es natürlich sein, dass man diesem Herobrine begegnet und er einen mit seiner Spitzhacke gerne den Schädel platt drücken will. Noch eine Spinne? Hier ist es doch hell! Also langsam geht es hier wirklich nicht mehr mit rechten Dingen zu. Also ich befürchte fast, dass wir hier fast noch eine Höhle finden können, wenn wir das wollten. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück zur Basis. Hier sollte man sich später auf jeden Fall auch noch Schilder anbringen, damit man weiß, wo es hier überhaupt lang geht. Weil langsam wird die Höhle so groß, dass man sich schon fast verirren kann. Und es gibt auch noch jede Menge Abschnitte. Ja, zu dem Herobrine nochmal, den gibt es ja nicht in Minecraft, den gibt es nur da bei den Leuten, die sich im Prinzip den Mod installiert haben mit diesenjenigen welchen Herobrine eben. Und den habe ich natürlich nicht mit installiert, weil ich möchte das Spiel eigentlich in seinem ursprünglichen Zustand spielen, also bis aufs Texture Pack und solche kleinen Helferlines wie den Rennen-Mod, also diesen hier, möchte ich jetzt nichts Neues einbauen, weil ja, Minecraft ist eigentlich ein Spiel, sage ich mal, was so schon interessant genug ist, wie es ist. Und da braucht man nicht noch irgendwelche Mods dafür, die das ganze Spiel interessanter machen. Aber wie gesagt, es kann durchaus möglich sein, dass so etwas in der Art wie Herobrine auch mal dem Spiel hinzugefügt wird von Notch. Jedoch dazu lassen wir uns einfach mal überraschen. Und wie ich sehe, haben wir eine Menge Kohle erbeutet. Die Pilze können wir mal reinhauen hier. Mit Flint können wir uns dann später... Wie war das? Mit Flint und Cobblestone? Oder irgendwie konnten wir uns dann ein Feuerzeug machen. Da können wir dann Sachen in Brand stecken. Jedoch dazu später. Den Gravel tun wir mal rein. Die Holzkiste brauchen wir auch nicht eine. Ja, die Werkbank tun wir mal wegstecken und dann haben wir hier noch jede Menge Eisen. Und ich würde mal sagen, Eisen ist nie verkehrt. Zack, da mach mal Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Spitzhacken, bevor wir auf weitere Erkundungstour hier in dieser Höhle gehen und wir eventuell auf Diamanten stoßen und uns später dann mal eine richtig schöne Diamantrüstung machen können und Diamantwerkzeug. Das wäre doch richtig schön und ich denke mal, die Höhle hier hat auch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn wir das Eisen fertig geschmiedet haben, können wir uns aus dem Eisen, ja wir haben ja genug Eisen, können wir uns aus dem Eisen auch auf jeden Fall mal eine ordentliche Eisenrüstung schmieden und den Leder- oder Kackfußhaufen hier, den wir hier zurzeit, ja, ich sage mal, wir stecken mit beiden Beinen in der Scheiße, kann man so sagen. Den können wir dann ausziehen und uns eine schöne Eisenrüstung anlegen. Von Helm bis Rüstung bis Hose bis Schuh. Und dann haben wir hier alle Schilder voll. Und wir sind einfach mehr gewappnet dem entgegen, was Monster betrifft. Ja, und was gibt es da noch zu sagen? Ich komme gerade noch auf eine Idee, wie ich die Höhle vielleicht ein klein bisschen schöner machen kann. Ich guck mal kurz, ob das geht. Werkzeugbank. Ich habe sowas noch nie gemacht. Nee, sowas nicht. Vielleicht so? Nee, auch nicht. Wie war das? Nee. So konnte man sich auf jeden Fall einen Stone Slab machen. So nicht. Verdammt, wie ging das? Oder geht das? Nee, man konnte sich doch irgendwie Knöpfe machen, also Schalter. Ein Schalter. Moment, ich glaube, man kann auch sein, dass man dafür Sticky braucht.
Nee, das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Wie war denn das? Vielleicht der Stock. Ah, da haben wir einen Hebel. Was ist, wenn ich jetzt mal zwei Hebel mache? Und dann können wir nämlich sagen, Hebel da. Zack, Tür auf. Tür zu. Ja, dann müssen wir nämlich nicht immer die Tür an sich. Ach, guck einer an und jetzt fängt es an draußen zu pissen, wie aus Eimern. Ja, dann müssen wir die Tür an sich nicht aufklopsen. Ja, draußen kann man es so lassen, da ist es praktisch, aber hier drin. Tür kaputt, Tür kaputt. Nee, Festigkeitsnachweis. Nee, das sagt man bei Felgen. Quatsch. Wie war das jetzt, wenn ich die Tür aufklops und dann zuklopseln will? Wieso geht das nicht? Mach das, was ich will, dumme Tür. So, zu, auf, zu. Aber was ist, wenn ich es jetzt so aufmache? Auf, zu. Nee, also wenn ich rausgehe, sage ich jetzt, ich mache es auf und von draußen zu. So, und wenn ich jetzt wieder reinkomme, geht doch. So, aufmachen, raus, zu. So, und jetzt kommen wir von einer fröhlichen Reise wieder. Ja, funktioniert. Muss man nur dran denken, die Tür mit dem Hebel aufzumachen, wenn man rausgeht, weil wenn man sie mit der Hand aufmacht und später reinkommt und zumachen will, dann geht es erst beim zweiten Mal. Also ich wollte ja eigentlich hier so eine Art kleinen Steinschalter machen, dass man mit der Faust so draufklopsen muss. Im Prinzip nur so etwas Viereckiges hier ohne Hebel, das geht auch irgendwie. Habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf, wie das geht. Denn da kann man sagen, da rammt man die Faust hier in den Fels rein, dusch, oh, und Türe geht auf. Oder man kann es auch mit Bodenplatten machen. Wollen wir es mit Bodenplatten machen? Moment, ich klopsel mal den Schalter hier kurz wieder weg. Kann man natürlich jetzt auch sagen, wir machen uns eine Bodenplatte dahin, so etwas hier. Nee. Das war ja ein Stone Slab. Moment. War es zwei übereinander? Ach, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder vollkommen bescheuert irgendwie. Nee, wie... Nee. Nee, das waren Treppen. So konnte man Treppen machen. Was? Probieren wir mal. Nee, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Es gibt doch auch... Ach, jetzt brauchen die wieder so ewig zum Abbauen. Ja, jetzt war es weg. Nee, wie konnte man sich... Man konnte sich denn auch Boden platt machen. Ging das nur mit Holz? Kann natürlich auch sein, dass das nur mit Holz ging. Da müssen wir uns mal hier etwas mehr Holz mitnehmen. Gehen mal zur Werkbank rüber und sagen jetzt 333. Ach so, da mit zwei Pressure Plate, genau, eine Druckplatte. Konnte man das jetzt auch mit zwei Steinen machen? Nee, da geht's nicht. Schade. Kann man im Prinzip nur aus Holz machen. Machen wir mal aus Holz eine Druckplatte und sagen jetzt so. Und dann braucht man bloß drüber laufen. Ui, was ist denn da hinten los? Guckt euch das mal einer an, Mr. Creep Party. Heieiei, ja, ihr müsst warten. Feiert ihr mal schön Party da drüben, sagt unseren Zuschauern nochmal auf Wiedersehen, denn wir gehen jetzt in die Aufnahmepause. So, und das macht es auch automatisch zu, ja, das ist doch schön. So, hier, das mit den ganzen Sand hier, kehren wir dann nochmal aus der Hütte raus und machen hier schick und vielleicht noch ein bisschen größer und ja, ja. Je nachdem. Genau, und du sagst da hinten auch Tschüss, mach Winke Winke zu den Zuschauern. Wir gehen jetzt nämlich in die Aufnahmepause und werden das nächste Mal die Höhle weiter erkunden, wie ich bereits vor 10 Minuten schon mal erwähnt habe, aber ich quatsche immer wieder weiter und komme auf jedes andere Thema zu sprechen. Ja, ihr wisst, wir haben genug zu tun, Diamantenjagd, ich fange jetzt nicht nochmal an, alles aufzulisten und sag einfach nur Tschüss und wir winken nochmal kurz dem netten Creepermann zu. So, und jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Aufnahmepause. Euer Keltorio. Bis bald. Ciao, ciao.